Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fernbus-Simulator. Wir machen weiter heute mit unserer Frankreich-Tour und ich habe mir gedacht, wir machen in dieser Fahrt mal eine Shuttle-Fahrt. Ich hatte ja eigentlich in der letzten Folge angekündigt, dass wir eine große Fahrt vor uns haben. Ich habe mich aber leider geirrt. Und zwar hatte ich angekündigt, dass wir von hier bis dorthin fahren, aber wir müssen natürlich erstmal dieses Stück auch noch überwinden, damit wir dort überhaupt starten können. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir diese Fahrt einfach als Shuttle-Fahrt und ja, Liniennummer habe ich da jetzt 663, glaube ich, eingegeben. Fahrtdauer wird so ungefähr 25 bis 30 Minuten sein, gehe ich mal davon aus. Ich würde sagen, wir nehmen für diese Fahrt einfach mal den Sprinter mal wieder und nehmen die Machermann-Tours-Lackierung, finde ich eigentlich ganz cool. Datum ist der 11.09.2023, Zeit ist 15.42 Uhr, ist also quasi derselbe Aufnahmetag wie bei der letzten Folge. Wetter lassen wir auf dynamisch und ich würde sagen, wir legen los. Ja, war ein, ihr kennt doch bestimmt solche Tage, die würde man einfach gerne komplett überspringen, oder? Ja, und heute bei mir ist so ein Tag. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass mir ein ungeduldiger alter Mann beinahe gegens Auto gefahren ist, weil er nicht 20 Sekunden warten konnte. Dann, habe ich einen Anruf bekommen, dass jemand von meiner Familie umgekippt ist. Dann bin ich dort quasi zum Rettungswagen gefahren, habe da noch abgeklärt, bin jetzt ins Krankenhaus gefahren, bin jetzt vom Krankenhaus wieder zurück und werde dann nach dieser Aufnahme wieder ins Krankenhaus fahren, weil die mich nicht zu dieser Person gelassen haben. Und, gut, wir machen aber jetzt auf jeden Fall erstmal das. Ich kann ja gleich noch ein bisschen weiter erzählen. So, Machermann Tours, unser Bus. Ich würde sagen, wir zeigen erstmal diesen Bus hier oder ich zeige erstmal euch diesen Bus wieder von außen, damit alle, die neu sind auf dem Kanal, auch genau wissen, mit welchem Fahrzeug wir unterwegs sind. Wir gehen natürlich auch mal innen rein und gucken uns den Bus von innen an. Ich bin gerade wieder nicht fähig, meinen Fuß in 2 Zentimeter hier zu heben. Jetzt haben wir es aber geschafft. So sieht der Bus von innen aus. Eigentlich genug Platz für alle möglichen Fahrten, weil mehr Leute fahren meistens im Fernbus-Simulator sowieso nicht mit. KI-Verkehr habe ich auf 100% gestellt, habe ich leider in der letzten Folge nicht gemacht. Ich hatte gedacht, ich habe das noch auf 100% stehen, war es aber leider nicht. Ich hoffe, wir kommen gut durch die Stadt, werden wir aber dann sehen. Genau, so, ich würde sagen, wir starten mal die Kiste. So, Zielanzeige ist auf jeden Fall aktiviert. Motor schmeißen wir an, Tür machen wir zu, weil das ist extrem laut. Genau, Tür ist zu. Liniennummer wurde jetzt gerade nicht angezeigt in der Vorschau, deswegen gehen wir gerade mal raus. 663 nach Brest. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Französisch ausspricht. Ich sage es einfach mal so, wie es da steht. Genau, so. Tja, ansonsten wären wir eigentlich schon ziemlich startklar. Ich würde sagen, Klimaanlage, ich denke mal, dass das, was oben steht, wahrscheinlich die Temperatur ist, die wirklich dann von der Klimaanlage runtergekühlt wird oder erreicht wird. Ich weiß es nicht. WLAN schalten wir natürlich ein und mehr haben wir hier eigentlich gar nicht so wirklich bei dem kleinen Bus. Bremse lösen wir noch, Gang schalten wir natürlich noch rein und dann können wir schon loslegen. Ja, katastrophaler Tag heute, wie gesagt, bei mir. Und ich versuche, wow, sind wir gerade irgendwie aufgesessen oder keine Ahnung, Bus explodiert, ich weiß es nicht. War wohl wieder ein kleiner Bug. Wo müssen wir denn langfahren? Am besten, wir fahren hier direkt rechts lang, dann sind wir eigentlich ziemlich direkt dort. Lässt er mich raus? Ja, wunderbar. Ja, ziemlich katastrophaler Tag heute mal wieder. Es ist ja nicht so, dass wir erst den Wasserschaden haben oder hatten oder haben oder immer noch damit zu kämpfen haben, es einfach da nicht weitergeht. Jetzt haben wir auch noch den Fall, dass jemand umgekippt ist aus meiner Familie, wie gesagt, und heute Morgen fast noch jemand gegen mein Auto gefahren ist und mir eine Frau irgendwie erklären wollte, wie das System bei der Mülldeponie geht, obwohl die komplett falsch waren. Und lauter so ein Zeugs, also ein Tag, wo ich mir denke, kann man den nicht einfach überspringen? Und gibt heute irgendwie lauter Aufregethemen, zum Beispiel auch als ich, würde ich sagen, erzähle ich gleich. So, wir bleiben erstmal hier stehen und laden erstmal die ganzen Leute ein, würde ich sagen. So, hallo, Express-Check-In, wir machen einfach ganz schnell Express-Check-In, damit wir weiter können. Express-Check-In, 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 whoops. Ja, das ist nicht deine Richtung, dann bist du falsch. Dann musst du einen anderen Bus fahren. Grüezi. Ah, ich mag einfach Leute, die immer gut gelaunt sind, die so richtig schön, hallo, schön, dass es dich gibt. Oder so entgegenbrüllen, oder keine Ahnung. Wo du es einfach so merkst, wenn die dich begrüßen, dass die voll gut gelaunt sind. Feier ich einfach. Ich finde es doch manchmal ein bisschen gruselig bei manchen Leuten, bei denen immer die Sonne aus dem Arsch scheint. Aber ich mag's. Ich find's gut. Ich habe auch oft gute Laune. Also ich würde zwar jetzt nie so auf Leute zurennen, so hey, hey, schön, dass es euch alle gibt. Aber es gibt ja so Leute, die strahlen das so wirklich raus. Also da gehst du hin und du denkst ja, Halleluja. Was ist denn mit der Person los? Was für Drogen hat die genommen? Ich feiere sowas aber einfach. Ich finde es mega cool.
So, wir machen mal die Tür zu, würde ich sagen. Rückwärtsgang rein und dann machen wir uns schon auf den Weg, oder? Was sagt denn die Uhrzeit? 15.44 Uhr sollen wir los? 15.31 Uhr haben wir. Ich meine, ich bin auch immer gut gelaunt, gehe immer positiv auf die Leute zu, aber es gibt halt Leute, die sind so richtig, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, die sind so richtig krass gut gelaunt. Das finde ich immer mega. Das reißt einen auch immer so richtig mit. Das reißt einen auch so immer richtig mit, finde ich. Hast du, wenn du mit so einer Person Kontakt hattest, dann ist dein Tag gut. Aber heute ist leider so ein Tag, der ist halt nicht gut. Also bei mir ist er nicht gut. Ich hoffe, ihr habt wenigstens einen wunderbaren Tag heute, wenn ihr das Video seht. Wie gesagt, bei mir 11.09. Mache ich mir wieder ein paar Kreuze in den Kalender. Verrückter Tag. Ja, wie gesagt, heute Morgen bei Mülldeponie hat ein alter Opa nicht 20 Sekunden warten können, hat beinahe meine Stoßstange gerammt, hatte ich in der letzten Folge drüber geredet. Wurde von seiner Frau noch belehrt, wie das System da bei der Mülldeponie funktioniert, mit dem Anmelden und so weiter, was einfach komplett falsch war. Aber egal, dann... Ja, wurde ich nach der letzten Folge angerufen, dass jemand von meiner Familie umgekippt ist und bin dann natürlich da gleich hingerast und es war wieder so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, was zur Hölle ist mit Menschen manchmal los? Das ist zum Beispiel, was sowieso immer lustig ist, immer wenn ich irgendwie notfallmäßig irgendwo hinfahren möchte, habe ich immer Schleicher vor mir. 30, 40 km/h im Ort, immer. Am besten noch irgendeine Vollsperrung auf meinem Weg dorthin, ganz normal. Ja, auf jeden Fall bin ich auf den Parkplatz gefahren, wo die Person umgekippt ist von meiner Familie und stand Rettungswagen schon da mit Blaulicht, Notarzt schon da mit Blaulicht, also Person in guten Händen. Und ich wollte natürlich schnell dorthin. Ich wollte ja abklären, welches Krankenhaus fahren sie dann an und wie geht es der Person mittlerweile, was ist Sache und so weiter und so fort. Willst du ja natürlich wissen. Gut. Ja, da fährst du schon mal auf den Parkplatz drauf und vor dir auch jemand. Und du hast auf diesem Parkplatz lauter Möglichkeiten, quasi abzubiegen in verschiedene Parkreihen. Was machen die Leute? Fahren auf den Parkplatz drauf und bleiben erstmal, nachdem sie auf den Parkplatz drauf gefahren sind, vor Schock stehen. Weil da steht ein Rettungswagen und ein Notarzt mit Blaulicht auf dem Parkplatz. Vor der Tür von diesem Geschäft. Halleluja. Ja, Halleluja. Da muss man schon einfach mal auf dem Parkplatz stehen bleiben und den kompletten Verkehr behindern. Ich war hinter dieser Person, die Person ist wirklich stehen geblieben und hat hingeguckt zum Rettungswagen und zum Notarzt und ist einfach stehen geblieben und ist bestimmt für 20, 30 Sekunden da stehen geblieben und hat einfach nur hingegafft. Ich habe die Person dann überholt, Warnblinker an, überholt, mich quasi auf dem Parkplatz neben dem Rettungswagen und Notarzt gestellt. Ich wollte ja zu denen hin. So, also Warnblinker wieder ausgemacht, Parkplatz hingestellt. Bin bei einem Parkplatz durchgefahren, das heißt, ich stand mit dem Kofferraum in den Parkplatz rein quasi. Also wenn hinter mir sich noch jemand hingestellt hätte, wäre ich in den Kofferraum dran gekommen. Anderes Thema, kommen wir gleich dazu. So, ich bin einfach da durchgefahren, damit die mehr Platz haben. Ja, mit Autos sich durchschlängeln, mehr Platz haben. So. Hatte ich mich also schon mal aufgeregt, dass diese eine Person Blaulicht sieht und erstmal stehen bleibt. Das Opa schon ist stehen geblieben, hat alles ausgebremst, nur um Blaulicht anzugucken. Wo ich mir schon mal gedacht habe, what the fuck, ich will da schnell hin und werde von so Idioten behindert. Ja, wo du dir denkst, was zur Hölle. Okay, gut, war nicht der Einzige, waren ganz viele. Kommen wir gleich dazu. So, gut, erstmal hingegangen, alles dann mit dem Rettungsdienst abgeklärt und so weiter und so fort. Die sind dann Richtung Krankenhaus gefahren, haben mir gesagt, wo sie hinfahren, was momentan Stand ist und so weiter und so fort. Und ich musste noch ein Fahrrad einladen. Habe ich gesagt, ich komme dann gleich euch nach, ich lade noch ein und dann komme ich nach. Ist ja bei euch in guten Händen. So. Also, ich zu meinem Auto hingegangen, Kofferraum aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, momentan steht noch keiner hinter mir. Wenn ich den Kofferraum aufmache und der Rettungswagen hinter mir weg ist und der Notarzt weg ist, dann müsste das ja eigentlich ein Zeichen für die Leute sein, Kofferraum ist offen, dass man sich vielleicht jetzt nicht da direkt dahinter stellt, weil derjenige vielleicht was einladen möchte. So war mein Gedanke. Gut, Kofferraum aufgemacht, weggelaufen, Fahrrad geholt, wiedergekommen. Ja, ich war nicht weit weg, vielleicht 20, 30 Meter. Steigt da gerade eine alte Oma aus und die hat so dicht an meinem Auto geparkt, dass ich nicht mal den Kofferraum von meinem Kombi zumachen konnte. Nicht mal das. Also, wie gesagt, offener Kofferraum von einem Kombi. Sollte man eigentlich, wenn man das sieht, und die hat ein kleines Auto gehabt, die hätte locker 2, 3 Meter von weg parken können von meinem Auto und die hätte immer noch auf die Parklücke drauf gepasst. Wenn man halt einen Kofferraum offen sieht, dann weiß man doch, da ist jemand am Rumhantieren, Rumwerkeln. Dann ist da jemand dran, der vielleicht gerade was einlädt oder was auslädt. Und der hat auch noch sein komplettes Auto umgelegt. Vielleicht will er ja sogar was Größeres einladen und so weiter. Selbst wenn es eine kleine Tüte gewesen wäre,
hätte ich ja meinen Kofferraum nicht zumachen können, weil die Frau so dicht dran geparkt hat. Da hätte ich mich so aufregen können. Ich bin neben der vorbei. Die ist, hat ja noch nie beim Auto gestanden. Kommt kaum laufen, die Altoma. Bin dann mit dem Fahrrad an der vorbei, hab das Fahrrad nochmal vor Wut so auf den Boden gedotzt, weil ich mir gedacht habe, schön, jetzt kann ich mit meinem Auto nochmal vorfahren, weil du zu blöd bist, Zeichen zu erkennen. Deutlicher hätte ich es nicht machen können. Das nächste Mal stelle ich noch ein Warndreieck auf. Das nächste Mal fahre ich mein Auto einfach dann rückwärts in der Situation, ganz ehrlich. Oder blockiere einfach beide Parkplätze oder blockiere einfach die komplette Straße mit meinem Auto. Da ist ein Notfall, kann ich machen, kann ich mich ruhig komplett quer da hinstellen, ist mir wurscht. Das fand ich halt, das war dann der nächste Aufreger. Da kommst du schon nach einem echt beschissenen Tag quasi da an. Fährst auf diesen Parkplatz drauf, wirst von einer alten Person behindert, weil die einfach blaulich gucken muss und es einfach nicht auf die Kette kriegt, in irgendeine andere Parkplatzspur reinzufahren, sondern auf diesem Hauptweg einfach stehen bleiben muss, weil da blaulich steht. Dann lässt du deinen Kofferraum offen, damit die Leute sehen, okay, da lädt jemand was ein oder will was einladen, vielleicht parke ich mal nicht ganz so dicht an den dran. Nö, man stellt sich wirklich so dicht dran, dass man nicht mal die Kofferraumklappe zumachen kann. Ich bin dann vor Zorn in mein Auto gestiegen, bin 2 Meter vorgerollt, hab das Fahrrad reingeschmissen und bin dann auch Richtung Krankenhaus gefahren. War wieder so eine aufregende Situation, wo ich mir gedacht habe, so unnötig dumm einfach. Man, da weiß ich einfach nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist wirklich unglaublich dämlich, finde ich persönlich. Weil ich würde mich niemals hinter einem Auto so dicht hinstellen, wenn da ein Kofferraum offen ist. Entweder suche ich mir einen anderen Parkplatz oder ich bleib halt weiter weg von stehen. Da sagt mir der Menschenverstand. Das hat mich so aufgeregt, aber wie gesagt, es sind noch mehrere Leute oder fast jeder ist auf dem Parkplatz draufgefahren, hat es blaulich gesehen und ist erstmal stehen geblieben. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich habe mich mit der Rettungswagenbesatzung unterhalten, ich habe mit den Kollegen quasi mich unterhalten und wir haben halt zur Straße dahin geguckt und wirklich jedes Auto, was fast auf dem Parkplatz draufgefahren ist, ist erstmal stehen geblieben und hat einfach dahin gegafft. Ich weiß nicht, ob die noch nie einen Rettungswagen oder einen Notarzt gesehen haben oder keine Ahnung. Wenn ich einen Rettungswagen und Notarzt bei einem Geschäft stehe, dann fahre ich einfach einen großen Bogen außenrum und fahre einfach woanders auf dem Parkplatz drauf. Ich muss nicht an denen vorbeifahren. Muss ich nicht. Ich muss da auch nicht stehen bleiben und gucken. Muss man nicht. Ich weiß nicht. Das fand ich so nervend. So nervend. Aber ich find's geil. Jedes Mal, wenn ich irgendwie, und in letzter Zeit passiert es öfters mal leider, dass irgendjemand von meiner Familie umkippt oder irgendwas ist. Ich habe jedes Mal Schleicher vor mir. Jedes Mal. Es ist einfach Wahnsinn. Gerade dann, wenn du es eilig hast, fährt die eine Person 30 im Ort, die nächste 40, der andere 25, wo 50 erlaubt ist, wohlgemerkt. Das ist einfach Katastrophe. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, also Familie momentan, nur Pech. Nur Pech. Naja. Gut, ich werde jetzt auf jeden Fall und auch nach dieser Aufnahme wieder Richtung Krankenhaus fahren. Die habe ich leider nicht zu der Person hingelassen, wo ich gerne hingegangen wäre, aber ich durfte nicht. Was ich aber wirklich richtig cool fand von dem Notarzt oder auch wieder von den Sunnis. Ich finde die Rettungsassistenten, Rettungssanitäter und so weiter sind jedes Mal mega, mega freundlich, mega nett. Also wirklich richtig coole Leute. Auch der Notarzt heute, ja, der hat mich noch ein bisschen ausgefragt, ob das halt öfters ist, und hier Problem, da Problem, ob das alles normal ist und ob das schon öfters vorgekommen ist und so weiter und so fort. Ganz normale Befragen halt zu der Person, weil er sich bei der einen Sache nicht so ganz sicher war, ob das normal ist oder nicht normal ist. Und ich habe halt noch die Fragen beantwortet, hat er mir noch angefangen, alles möglichst zu erklären, hat mir sogar, der hat mir im Rettungswagen dann das EKG noch komplett erklärt, was es da anzeigt und dass da alles in Ordnung ist und das und das und das und das und das. Haben wir über alles uns unterhalten, hat er mir alles erklärt. Ich habe ihn nicht gefragt, er hat von sich aus angefangen, das alles zu erklären, was da angezeigt wird und wie es momentan die Lage ist und so weiter und so fort. Mega professionell, mega cool. Also wirklich sauguten Job wieder gemacht. Auf jeden Fall. Und hab einfach nur großen Respekt vor den Leuten, muss ich sagen. Und ich find's halt auch jedes Mal wieder cool, dass die Leute halt wirklich so respektvoll sind, so nett sind und... Also ich hatte bis jetzt nur, wenn ich jedes Mal zum Rettungswagen dazugekommen bin, die Situation, dass die Leute irgendwie total liebevoll mit dem Patienten umgegangen sind. Das finde ich einfach
mega cool, also mega klasse von den Leuten. Und jetzt, selbst heute waren wir zu 5, glaube ich, insgesamt im Rettungswagen drin. Nee, mit mir sogar 6 Personen. Haben mich ja sogar reingebeten und haben gesagt, kannst dich mit der unterhalten und mal prüfen, ob das so normal ist oder ob das durch die Sache ist oder keine Ahnung. Das hat man sich halt da drin unterhalten ein bisschen, haben mich mit der Person quasi unterhalten lassen, die zusammengeklappt ist und so weiter und so fort und hat dann mir Sachen erklärt und gefragt, ob das und das und das. Mega nett auf jeden Fall, mega coole Leute. Naja, so. Wenigstens die Sache ist positiv. Wenn man schon so einen Notfall hat, finde ich es gut, dass sie jetzt da irgendwie nicht schlechte Laune verbreiten oder irgendwie respektlos mit einem umgehen, sondern jedes Mal mit einem gewissen Respekt und Freundlichkeit, Nettigkeit. Und das finde ich dann wirklich klasse. Die Leute erleben jeden Tag irgendeinen Scheiß und schaffen es trotzdem, diese Gelassenheit, Professionalität, Freundlichkeit auszustrahlen. Ich meine, es wird vielleicht auch nicht überall sein, aber hier bei uns im Kreis, also wie gesagt, ich hatte in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit Rettungsdienst zu tun. Allein auch durch meinen Opa und so weiter. Und die waren einfach jedes Mal freundlich. Jetzt vor ein paar Wochen ist auch von meiner Familie jemand umgekippt. Jetzt wieder, vor ein paar Monaten auch schon. Ja, also es ist... Und jedes Mal total die netten Leute, mit denen man sich auch gut unterhalten konnte, die auch Sachen erklärt haben von sich aus. Und finde ich einfach mega interessant, mega cool. Auf jeden Fall. Und selbst wenn du... Ich stand auch eine Zeit lang neben dem Rettungswagen, weil ich noch Sachen abgeklärt hatte quasi, andere Sachen abgeklärt hatte nebenbei. Und habe ich kurz neben dem Rettungswagen gestanden. Die haben dann trotzdem alles mal rausgeguckt, ob alles okay ist und haben gesagt, was der aktuelle Stand ist. Und sind so alles mal zu mir gekommen, bis ich dann rein... konnte in den Rettungswagen, wo sie die groben Maßnahmen alle abgeschlossen haben. Und dann hat man sich halt drinnen unterhalten im Rettungswagen und bla 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 bla. Also wirklich super Leute. Und auch der Notarzt, komplett super gechillt, super professionell, super freundlich. Kann man nur sagen. Also ich weiß genau, wenn ich mal umkipp, bin ich in guten Händen. Habe ich auf jeden Fall ein positives Gefühl. Ja, dass man in der Notaufnahme dann im Krankenhaus so ein bisschen blöd dasteht, das ist, ja, habe ich mit gerechnet. Ich meine, der Notarzt hatte gemeint gehabt, das wäre vielleicht ganz schön, wenn ich mitfahre, weil ich vielleicht dann im Krankenhaus den Leuten auch noch ein bisschen Fragen beantworten könnte. Und habe ich gesagt, ja, kein Ding, ich komme mit. Beziehungsweise ich fahre hinterher. Aber im Krankenhaus haben die dann halt gesagt gehabt, ja, darfst jetzt nicht rein, da wird jetzt geguckt. Das ist halt, ja, der Notarzt wäre es ganz recht gewesen, wenn ich mitkomme, damit ich dann, falls die halt auch diese gleichen Fragen haben wie er, das da beantworten könnte nochmal. Und im Krankenhaus wollen die das halt nicht. Es ist halt, wie gesagt, ich habe mit gerechnet. Also ich bin hin zur Info, habe gefragt gehabt oder habe gesagt, die Person wurde angeliefert, wo muss ich da hin? Haben sie gesagt, ich muss da und da hin, soll mich da einfach melden. Ja, bin ich da hin, haben sie gesagt, ja, in der 40 Minuten, Stunde kannst du ungefähr vielleicht zu ihr, zu dieser Person. Ja, das ist natürlich dann, ja gut, bin ich halt jetzt heimgefahren, ob ich jetzt da rumstehe oder zu Hause bin, was Sinnvolles mache. Ich fahre zu schnell. Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Weil ich es kann. Weil ich es kann. Da hatte ich noch eine kleine ärgerliche Sache heute. Das ist wirklich klein. Also im Vergleich zu den anderen Sachen heute wirklich klein. Aber ich wollte mir mal wieder eine Sportuhr kaufen. Was heißt eine Sportuhr? Sportuhr ist falsch. Eine Smartwatch, sagen wir es so. Ich hatte damals die erste Generation von der Apple Watch gekauft. Die war ja dann nach einem halben Jahr, ja, konnte man die eigentlich kaum noch benutzen, weil die so langsam wurde durch Updates und Probleme und... Was heißt Probleme? Probleme weniger, aber durch Updates und so weiter. Und die Apps konntest du nicht richtig nutzen. Das System, was ich Apple erdacht hatte, hat nicht richtig funktioniert, sagen wir es mal so. War Problem bei der ersten Apple Watch. Ich dachte, das ist ein Bus und kein Düsenjet. Das ist ein Düsenjet. Entschuldigung, da haben sie das falsche Ticket gebucht. Sprinterverbindung. Habe ich mir jetzt eine ausgesucht, was günstiges. Ja, momentan Angebot für 45 Euro. Beim Roten M. Beim Mediamarkt. Ich darf ja einen Namen nennen, ich mache ja keine Werbung oder so. Ich habe ja auch schon öfters über Mediamarkt geschimpft, ich darf das. So. Ja gut, habe ich mir gedacht, okay, die wird es.
die wird es. Die gefällt mir optisch. Die hat die Funktion, die ich gerne hätte. Die kostet nicht viel. 45 Euro für eine Smartwatch ist okay. Kann man angeblich auch mit iOS verwenden, also beziehungsweise mit iOS-Handys verwenden. Also alles in Ordnung. Gut. Habe ich mir gedacht, ich nehme die in schwarz. Mediamarkt und so. Schwarz ist ausverkauft. Ist auch nicht mehr lieferbar. Gut, habe ich mir gedacht, okay, googelst du mal. Alle Seiten so. Schwarz ist ausverkauft. Da habe ich mir gedacht, okay. Ich habe aber eine Seite gefunden. Die hat die Uhr noch. Auch in schwarz. Kostet aber doppelt so viel dort. Hab ich mir gedacht, okay, machen wir nicht. Gut, habe ich mir gedacht, es gibt die Farbe Navy Blue. Also Navy Blau, dunkelblau, sagen wir es so. Hab ich mir gedacht, okay, mit den Augen zudrücken ist dunkelblau für eine Uhr auch okay. Vom Weiten sieht es aus wie schwarz. Kann man machen. Tja, habe ich mir gedacht, okay, die ist verfügbar, die kannst du sogar abholen in der Umgebung. Du hattest doch einfach mal einen Warenkorb. Und dann habe ich gesehen, ja, ich habe ja bei Mediamarkt quasi ein Kundenprofil. Ich habe da ja theoretisch Punkte. Mit den Punkten muss man doch irgendwas anfangen können, weil die laufen demnächst ab. Gut, habe ich da noch ein bisschen geguckt und bei der Uhr stand schon, jetzt schnell bestellen, nur noch wenige verfügbar oder so, stand da. Habe ich gedacht, okay, ich gucke ja trotzdem erstmal nach den Punkten, dass ich die umwandeln kann oder dass ich die beim Einkauf benutze, damit die Uhr noch günstiger wird und ich die Punkte los bin. Ja, habe ich dann eine Möglichkeit gefunden, die Punkte in 10-Euro-Coupon umzuwandeln, habe ich mir gedacht, okay, kostet die Uhr statt 45 nur 35. Kann man machen für eine Smartwatch. Die Puls messen kann, die Blutsauerstoff messen kann, die sportliche Aktivitäten und so weiter aufzeichnet und so weiter und so fort. Kann man machen, habe ich mir gedacht, kann man machen. Ja, gut, also Warenkorb, das fertig gemacht, Coupon umgewandelt, aber noch überlegt, wo setze ich diesen Coupon jetzt ein? Gut, Mediamarkt hat gesagt dann, dass das bei den Zahlungsmöglichkeiten stand da in klein, beziehungsweise beim Bezahlen dann später irgendwie verrechnet wird. Gut, dann wurde ich irgendwann auf PayPal weitergeleitet, immer noch kein Coupon. Ich dachte, okay, PayPal sagt jetzt auch 45 Euro. Dann habe ich nochmal kurz geguckt auf meinem Tablet, wie das da ist, wenn ich über die App da drüber reingehe, beziehungsweise nee, ich habe auf dem Handy geguckt gehabt, über Tablet habe ich aber auch die Seite offen gehabt. Ich dachte, ja, okay, ich gehe mal in die Handy-App rein, guck mal, ob ich da irgendwie die Coupons anders da einsetzen kann, schon irgendwie bevor ich das mit dem PayPal bestätige und so weiter, einfach um sicher zu gehen, dass ich den Coupon nicht verbocke. Und dann stand da nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar, beziehungsweise lieferbar schon in der Woche und aber nicht mehr abholbar. Ich mir gedacht, geil. Jetzt wirklich, weil ich wegen dem Coupon nochmal nachgeguckt habe, hat irgendjemand jetzt die letzte Uhr in dem Laden bestellt. Ich mir auch gedacht habe, ja wunderbar. Ja wunderbar. Es kann aber auch natürlich sein, dass es einfach eine Taktik ist vom Mediamarkt, dass wenn du die bestellst, dass sie dann angezeigt wird als nicht mehr verfügbar, damit du denkst, boah, du hast gerade die letzte noch ergattert. Kann auch alles so ein psychologischer Trick sein. Ich habe sie aber jetzt nicht bestellt. Ich bin dabei PayPal wieder rausgegangen und habe mir gedacht, nö, dann nicht. Weil das war, glaube ich, bei Mediamarkt schon mal so. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, das war bei irgendwas schon mal so. Da war ich schon so weit durch den Bezahlprozess fast durch, nur noch das letzte Bestätigen hat gefehlt. Und als ich dann wieder auf die Seite bin, wurde angezeigt, nicht verfügbar. Erst wieder in der Woche lieferbar und erst auch wieder in der Woche oder länger als eine Woche wieder beim Markt abholbar. Da habe ich aber, glaube ich, damals bestellt und ich habe dann tatsächlich noch was am gleichen Tag bekommen. Schon auch gedacht habe, ihr wollt mich verarschen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt irgendwie gerade wieder so ein ähnliches System da zählt. Entweder ist es wirklich jetzt ausverkauft, was mich aber wundern würde, weil im gleichen Moment kauft jemand die gleiche Uhr wie ich, der gerade sich durch den Shop quält und eigentlich die Uhr schon so gesagt gekauft hätte. Ich muss gerade mal ganz kurz pausieren, mein Handy klingelt gerade, ich bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Ja, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das auch so ein bisschen ein psychologischer Trick von so Online-Shops irgendwie sein könnte, dass man dann das Gefühl kriegt, boah, ich habe gerade die letzte Uhr bestellt oder die letzte Sache bestellt. Muss ich schnell auch noch bei dem anderen Produkt gucken, was gerade günstig im Angebot ist. Nicht, dass das gleich ausverkauft ist. Könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie so... Ich will es jetzt nicht unterstellen, nee, aber... Das wäre jetzt das zweite Mal, dass mir sowas im Leben passiert wäre und ich finde das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und ich glaube, das war auch noch im gleichen Shop, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür bei irgendwas recht ungefragten, was heißt ungefragten wahrscheinlich nicht, aber ja, ich bin wieder ein Düsenjet. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das ist eine Smartwatch, die gibt es schon seit langer, langer Zeit, die ist jetzt von 120 auf 45 Euro runtergesetzt worden und jetzt auf einmal
geiern alle Leute danach. Die liegt nicht mal mehr in irgendeinem Geschäft aus. Die findest du so nirgendwo mehr außerhalb bei Mediamarkt im Online-Shop beziehungsweise im Lager vom Mediamarkt. Und jetzt auf einmal geiern alle Leute nach dieser 1 Uhr. Ich meine, die ist schon gut im Angebot. Wenn man bei Amazon guckt, da ist die auch noch verfügbar, aber für 120 Euro. Also fast noch der Originalpreis, wie er eigentlich war. Aber ich weiß ja nicht. Mein, klar, kann natürlich sein. Ich meine, die Uhr würde es jetzt noch in Beige geben, aber ich hatte schon mal eine weiße Uhr. Also meine erste Apple Watch war mit weißem Armband. Ich glaube, weil weiß damals nur verfügbar war, als ich die bestellt habe oder so. Aber ich fand weiß auch nicht schlecht. Das Einzige, was ich schlecht fand, ist, dass es sich halt schnell verfärbt hat. Also da war dann alles Mögliche drin verfärbt. Ja, ein bisschen schwarz, ein bisschen grau, ein bisschen blau von der Jeans, vom dran rumreiben, schwarz und grau von den T-Shirts und Pullis und war halt sehr schnell nicht mehr weiß. Da gab es aber auch einen Trick. Konntest du auch irgendwie wieder ein bisschen weißer machen, aber du hast da diese blaue Farbe nicht komplett rausgekriegt. Aber ich möchte ehrlich gesagt keine helle Uhr mehr haben, kein helles Uhrenarmband mehr. Entweder schwarz oder halt dunkelblau oder sowas in der Art. Und dunkelblau habe ich mich jetzt so ein bisschen angefreundet, aber am liebsten natürlich schwarz. Aber die ist natürlich ausverkauft komplett. Und das Doppelte wegen der Farbe zu bezahlen, sehe ich nicht ein. Deswegen habe ich auch ein weißes Elgato-Mikrofon. Das war einfach günstiger als das schwarze Modell, was ich nie verstanden habe. Es ist genau die gleiche Technik. Es ist einfach wahrscheinlich nur die Nachfrage. Ja, weiß wird weniger nachgefragt, weil Mikrofonarme, die meisten sind einfach schwarz. Weißes Mikrofon auf schwarzen Mikrofonarmen sieht einfach komisch aus. Aber mir ist ehrlich gesagt die Optik egal. Es ist genau die gleiche Technik drin verbaut. Es kann genau das Gleiche. Ist jetzt nichts Dramatisches. Also kein dramatischer Unterschied, wo das dann rechtfertigen würde, dass man irgendwie 10 Euro für ein Produkt bezahlt, nur weil es jetzt eine andere Farbe ist. Genauso wie ich es halt bei den Uhren nicht einsehe, jetzt bei einem anderen Shop, für was 70, 80 Euro zu bezahlen, was jetzt gerade für 45 im Angebot ist bei einem anderen Shop. Genauso sehe ich es nicht auch 120 zu bezahlen, wenn ich es für 45 woanders bekommen würde, wenn ich vielleicht ein bisschen warte. Ich weiß jetzt nicht, ob Mediamarkt die irgendwann wieder reinkriegt. Heutzutage Lieferschwierigkeiten überall. Aber da kaufe ich mir lieber keine. Das ist, weiß ich nicht. Nee, aber so ein helles Armband brauche ich nicht mehr bei einer Uhr. Weil ich bin eigentlich schon immer mein ganzes Leben lang Uhrenträger gewesen. Ich habe jetzt aber schon wieder seit 2 Jahren, glaube ich, keine Uhr mehr oder 3 Jahre. Oder länger sogar. Ich habe früher als Kind schon immer meine Uhr getragen. Ich habe die nicht mal nachts ausgezogen. Nur zum Waschen ausgezogen quasi. Selbst nachts die Uhr angehabt. Stinknormale Uhr. Das war damals, meine Lieblingsuhr war damals eine, glaube ich, die hatte ich vom Playmobil bekommen oder so. Die war, glaube ich, bei irgendeinem Paket mit dabei. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Naja. Die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Ja, wir waren hier wieder Düsenjet-mäßig unterwegs. Wir sind pünktlich angekommen, haben es geschafft, sind am Zielort. Ich sollte vielleicht die Handbremse reinmachen und es ist zu laut. Jetzt mach mal die Tür zu, es ist zu laut. So, unser Bus. Jetzt haben wir es wieder leise. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Und ich habe vergessen, wieder den Endscreen einzublenden. Verdammt! Ja, gerne auch. Den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen, würde mich sehr freuen. Und ja, gerne auch die Videos teilen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.